Oh. Ah, da blinkt auch schon wieder die Anzeige. Ich habe es aber auch selber gesehen, dass es hier doch runter geht. Was haben wir hier Schönes? Oh, Prätorenmarke. Sehr schön. Damit haben wir die nächste Herausforderung und unsere erste Prätorenmarke hier. Prima. Ja, der Umweltwiderstand, die Ausrüstungssachen. Erhöht Anzahl der Ladung bei Ausrüstung. Das können wir eigentlich auch mal machen, ne? Wir haben hier halt auch noch so viele Waffensachen. Verstärkereffektivität. Komm, machen wir das nochmal. Was sind das dritte? Noch weiter verkürzte Nachladezeit für Ausrüstung. Ach komm, wieso nicht? Wunderschön. Okay, und damit geht's wieder nach oben. Aber auf jeden Fall das nächste Secret gefunden. Schön, schön. So kann's vorangehen. Das ist jetzt aber wirklich auch alles benutzt, sage ich mal. Auch die Hilfe dort oben halt. Und dadurch klappt das auch schon... Oh. Sie hat einen Argent-Akkumulator dabei. Damit wird sie versuchen, von Hand ein Portal in die Hölle zu öffnen. Der Argent Tower ist außer Betrieb, aber die Verbindung in ihre Dimension ist immer noch da. Wir sind in großer Gefahr, Dr. Hayden. Okay, dann müssen wir so schnell wie möglich versuchen, den Akkumulator aus ihren Händen zu reißen. Mal sehen, ob das so gelingen wird. Was gibt's hier oben? Vor allem, sie tippt da halt auch so eifrig irgendwas. Das will mir nicht gefallen. Ich glaube, die ganze Sache ist wirklich noch nicht überstanden. Vor allem, die Musik wird halt auch so dramatisch. Hier wäre doch ein super Versteck gewesen. Ach, schade. Okay, auf damit. Komm schon. Okay, kletter den Turm hinauf. Das habe ich mir beinahe schon gedacht. Willkommen bei der UAC, der Heimat des Argent Energieverdrehungssystems von Dr. Olivia Pierce. Wir sind der einzige Konzern, der über diese Technologie verfügt, mit der sich Höllenenergie in Argent-Energie umwandeln lässt. Mit der wird diese Anlage betrieben. Zudem wird sie über den Argent Tower ins Universum gesandt und versorgt so Familien auf der Erde und den umliegenden Kolonien mit der nötigen Energie für ein produktives Leben. Aber dafür ist ein Team nötig. Ein Team von Menschen voller Energie. Potenzieller Energie. Schöpfen Sie Ihr Potenzial aus. Mit der UAC. Vielen Dank. Okay. Ja gut, das haben wir aber schon erfahren, wie es ist. Monster Summoner. Okay, Summoner 2. Im Rahmen des Lazarus-Projekts konnten mehrere Summoner-Dämonen gefangen werden. Die Gefangennahme muss sehr gut vorbereitet werden, da Summoner sofort mehrere Argentwellen aussenden, wenn sie in Gefangenschaft geraten. Um das zu verhindern, muss dem Dämon kontinuierlich Höllenenergie entzogen werden, bis er ausreichend ruhig gestellt ist. Eine anatomische Untersuchung des Summoners legt die Vermutung nahe, dass es sich um eine hochentwickelte Unterform des Imps handelt. Das erklärt das Teleportieren. Interessant. Okay, und wir müssen jetzt natürlich zu Fuß gehen, ist da wieder klar. Wir haben die Automap. Sehr schön. Kartendaten erhalten und jo, damit gehen wir mal weiter. Ja, ich weiß. Aber wir können jetzt den ersten Argent Tower lesen, genau. Ach so, ja. Der Argent Tower, auch Argent Inductor genannt, wurde 2127 fertiggestellt und basiert auf dem Prototypen, den Samuel Hayden Forschungsteams hergestellt hat. Der Tower, der krönende Erfolg der UAC, stellt eine Verbindung aus radikaler, vorausdenkender UAC-Forschung und der immensen Energie von Argent Plasma dar. Sein Zweck ist es, Argent Plasma aus dem Bruch zu sammeln, es in nutzbare Argent Energie umzuwandeln und Argent Pakete an die GEVM, globale Energieverteilungsmatrix, der Erde zu schicken. Die Technik des Towers basiert auf der von Gauss-Kanonen. Erste Prototypen entstanden im späten 20. Jahrhundert. Ihre genaue Funktionsweise ist allerdings ein gut gehütetes Geheimnis. Das Konzept, Energiepakete mit Hilfe des Gauss-Gewehrtechnik zu verschicken, kam als Theorie erst nach der Entdeckung des Bruchs auf. Die notwendige Technologie entwickelt sich in der Folge dagegen sehr schnell. Das immense Wachstum in diesem Technologiebereich hat Gerüchte
Gerüchte befeuert, dass der Argent Tower in Wahrheit auf dem Entwurf basiert, der unter den Artefakten war, die um den Bruch herum gefunden wurden. Oh. Dass der Argent Tower in Wahrheit auf den Entwurf... Aha. Das heißt, dass diese Relikte vorher schon einen Argent Tower hatten. Das wäre höchstens... Na toll, hier wären einfache Imps gewesen. Na gut, aber wir haben die Imps ja schon, genau. Wir brauchen bloß noch den Overkiller. Das würde ja aber bedeuten, dass vorher schon jemand mal den Argent Tower so geplant hat. Und vielleicht von ganz anderen Zweck. Vielleicht für diesen Zweck hier gerade eben. Ich weiß ja nicht, von welchem... oder von wem diese Runen stammen oder diese Inschriften oder was auch immer. Oh wow, jetzt geht die Musik ab. Sehr schön. War dann Summoner? Nee. 10.000 Imps und ich muss mal wieder die vier schwersten nehmen. Ne? Ich bin auch ein echter Idiot. Ach ja, aber ich liebe das Spiel einfach. Wegen der Musik, wegen der Atmosphäre, wegen allem. Und ich verwende schon wieder die Pistole, aber es ist vor allem jetzt mit der... Oh Gott. Ja, die sind nicht ganz so cool mit der Pistole. Weil die einen doch relativ häufig treffen. Und nicht instant sterben. Jetzt. Was bist du? Oh. Hi, Summoner. Okay, man kann die aber ganz gut verfolgen. Oh, da ist die Quad. Ah, verdammt. Da ist der Quad-Schaden. Hätte ich das gewusst. Ja gut, den können wir jetzt vergessen. Da wären so viele Imps da gewesen. Wow, halbiert. Nice. Ja, 8 Stück, aber nicht mehr. Da ist nochmal ein Summoner. Ich hätte die Summoner halt noch ein bisschen was beschwören lassen können, ne? Aber ich hätte wissen müssen, dass dort schon die Dings ist. Ah, schade. Kann doch einfach so machen. Jo, das ging ganz gut. Und... sehr schön. Ich brauche noch einen Kill von oben, nicht wahr? Hoppla. Ich bin ab und zu ein bisschen zu übereifrig, was die Pistole angeht, muss ich sagen. Wunderschön. Impulsverschiebung, okay. Damit haben wir unsere erste verbesserte Rune. Und damit können die Dinge jetzt gar nicht mehr aufstehen, also die Gegner. Weil wir jetzt so ewig lang diese Liegezeit haben oder die Betäubungszeit tatsächlich. Aber das war ja ärgerlich. Ach so, nee, das braucht nicht in einem Quatschschaden, sondern ja, es reicht, wenn es mehrere sind. Dann hoffen wir einfach auf nochmal einen Quatschschaden hier in der Karte. Ich bin gespannt. Wäre aber auch ein bisschen krass, alle 15 auf einmal, oder? Oh, da können wir rein. Achso, da können wir nicht rein. Ja, okay, dann erklärt das, wieso wir da rein können. Okay. Ja, da wäre auch eine andere Waffe besser gewesen und sowas. Man hätte es besser machen können, das auf jeden Fall. Haben wir hier noch irgendwas? Ah, ne, dort unten ist okay. Gut, dann können wir weitermachen. Wenn sonst hier soweit nichts mehr ist. Schön. Kletter den Turm hinauf. Wird gemacht. Zuerst mal holen wir jetzt nochmal eine Waffenkiste. Oh, können wir gar nicht. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr verbraucht als das. Oh. Das ist gar nicht mal so cool. Was wir hier jetzt... Oh, nein, 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 nein. Au. Toll. Wie kommen wir dort... Aua. Das ist nicht gut. Hilfe! Soll ich hier sein? Ich dachte nicht, dass ich da einfach so durchlaufen kann. Das war mein Problem. Ich dachte, ich muss dort drauf. Okay. Oh, hi. Dann nehmen wir dich mit. Wunderschön. Ich muss auch echt wieder daran denken, Granaten zu werfen. Das vergesse ich immer ganz gerne. So, wir müssen jetzt hier natürlich auch überall nach der Retro-Tür Ausschau halten. Ah, dich können wir mal gebrauchen. Wunderschön. Da haben wir nochmal eine Datei. Argent-Energie. Okay.
Die zweite. Oh, die Delta-V-Sprungstiefel haben wir auch noch nicht. Argent-Energie wird durch Neutronenaktivierung von Argent-Plasma erzeugt, einer neu auf dem Mars entdeckten, sehr energiereichen Substanz. Dieser Vorgang führt zu einer exothermen Reaktion, deren Temperatur alle bisher bekannten Grenzen überschreitet. Obgleich die Frage nach dem Warum noch nicht vollends geklärt werden konnte, bleibt das Argent-Plasma während der gesamten Reaktion stabil und in sich geschlossen. Konventionelle Atomenergie gehört der Vergangenheit an. In nur wenigen Sekunden liefert der Argent Tower so viel Energie, wie ein Atomreaktor in 12 Monaten erzeugt. Und diese Energie kann in einem Argent-Akkumulator gespeichert werden, der nicht größer als Samuel Haydens Hand. Der nicht größer ist als Samuel Haydens Hand, meine Güte. Argent-Plasma wurde ursprünglich von der SS Amundsen entdeckt, als sie im Jahre 2095 im Rahmen von Frontier, der geologischen Forschungsmission der USC, im Gebiet Prometei Terra auf dem Mars landete. Auf der Suche nach flüssigem Wasser stieß der Entdeckungsroboter auf einen schmalen Graben, der jetzt als Argentbruch bekannt ist. Aus dem Graben trat eine Substanz, die auf den ersten Blick wie eine elektrische Gaswolke aussah. Nach eingehender Analyse der Substanz stellte sie sich aber als vollkommen neue Form des der Materie heraus, mit einer bisher unbekannten Quantensignatur. Bereits die ersten Tests mit dem neuen Material, mit der neuen Materie, ließen ihr enormes Potenzial erkennen. Als die Substanz einem 2 Megakelvin Laser ausgesetzt wurde, absorbierte es die Hitze problemlos und blieb dabei in sich geschlossen. Es wurde eine zweite Expedition geplant, um dieses erstaunliche Argent-Plasma näher zu untersuchen. Es gibt Vermutungen, dass die Entwicklung von Argent-Energie über die Grenzen der Wissenschaft hinausgeht, bis in den Bereich der SEFT, spirituelle Energiefeldtheorie. Experimente im Rahmen dieses umstrittenen Randbereichs der Wissenschaft wurden in der Vergangenheit immer wieder kritisiert, da bisherige Entwicklungen oft auf okkulten Praktiken beruhen oder auf kaum verstandene außerdimensionale Ressourcen angewiesen waren. Hinzu kommen Berichte über kultische Handlungen innerhalb der USC, sodass es Bedenken bezüglich der Produktion von Argent-Energie gibt, insbesondere hinsichtlich der Sicherheit. Die USC hat sich trotz mehrfacher Anfragen des Weltwissenschaftsrats geweigert, nähere Informationen herauszugeben. Es wurden Einwände geäußert, dass die Sicherheit dieser Methode der Energieerzeugung nicht vollständig gewährleistet ist. Der Bedarf einer zulässigen Energiequelle seit der Erschöpfung der Plutonium- und Uranreserven wiegt jedoch schwerer als eventuelle Bedenken. Als die USC eine handgroße, von Argent-Energie betriebene 24-Volt-Batterie mit über 12.000 Megawattstunden präsentierte, war die Zukunft der Energieversorgung im Sonnensystem besiegelt. Eine Batterie konnte einen ganzen Häuserblock mehrere Monate lang mit Energie versorgen. Wissenschaftler des Weltwissenschaftsrats vermuten, dass die neue Batterietechnologie, die der USC, der Argent-Akkumulator, über 30.000 Megawattstunden speichern könnte. Die Produktion aber bewusst drosselt, um den Marktwert weiter zu kontrollieren. Die USC hat sich jedoch noch nicht zu dieser Spekulation geäußert. Naja, es ist genauso wie überall anders. Man könnte auch sehr viel stärkere Glühbirnen oder so irgendwas machen. Man will es einfach nur nicht. Das ist also ganz klar. So, die Delta-V-Sprengstiefel. Die Delta-V-Sprengstiefel wurden im Phobos-Außenposten entwickelt, um eine beschleunigte Bewegung bei minimaler Gravitation zu ermöglichen. Inzwischen werden sie aber auch in allen Frachtstationen, Transportknoten, Knotenpunkten und Wartungsdepots eingesetzt, um schnelle und problemlose Bewegung zu ermöglichen. Angesichts des Produktionswachstums in der Argent-Einrichtung der USC war es nötig, eine Alternative zu den überlasteten Frachtdrohnen zu finden. NAVGRAPH-Sprungstiefel erkennen myoelektrische Signale in den Beinen des Trägers, sobald er zu springen beginnt, und lösen einen kurzen Argent-Energieschub aus, der durch die Düsen in den Sohlen der Stiefel austritt und eine sprungunterstützende Wirkung hat. Bei entsprechend hoher Bewegungsgeschwindigkeit ist sogar ein zweiter Sprung möglich. Richtig eingesetzt erlaubt es, die Stiefel große Distanzen in kürzester Zeit zurückzulegen. An Kanten und in der Nähe von höher gelegenen Hindernissen ist allerdings Vorsicht geboten. Ja, das denke ich auch. So, das können wir noch. Das und das. Artefakte, ja. Achso, ja, der Quatschschaden. Nach der Einnahme wird das Objekt praktisch ein Wirt für das, was bisher als die mächtigste UI-Trans-Dämonen gelten.
Okay, die Waffe des Subjekts werden verstärkt, sodass diese Projektile mit bis zu vielfacher Energie abfeuern. Zwar hält der Effekt nur kurz an, jedoch kann der verheerend sein. Während der ersten Testphase konnte Patient C-132, ein Fürsprecher der Stufe 2, der sich freiwillig gemeldet hatte, mit einem Taschenmesser 3 Sicherheitsleute ausschalten. Okay. Krasser Typ. Oder krasse Fähigkeit, wie auch immer man es sehen will. Wow, jetzt haben wir viel gelesen. Aber jetzt machen wir auch wieder weiter. Wir wollen hier den Tower noch zu Ende erkunden. Hier könnte es überall was geben. Das ist das Problem. Und da gar kein so kleines Problem. Okay, hier ist soweit nichts mehr. Hier kommen wir aber hoch. Ja. Okay. Ah, hast du hier was für mich, Spiel? Au! Oh, was? Ich bin tot? Oh, ich wusste doch nicht, dass... Ja, toll. Danke. Oh, ich wusste doch nicht, dass es Instant Death ist. Na, großartig. Na dann, wo kommen wir denn jetzt wieder raus? Oh, da ganz hinten. Toll. Okay, ja, dort ist nämlich gar kein Feld. Jetzt verstehe ich das nämlich, wie das läuft. Dort, wo keine Felder ist, können wir durch. Ich dachte, hier wäre auch ein Feld, nur das Feld verschwindet einfach, wenn wir versuchen, durchzulaufen. Okay. So, du bist da stecken geblieben. Okay. Dann gehen wir hier nochmal durch. Ja, genau, hier rüber. Wofür auch immer das da ist. Okay, dich haben wir schon, dich haben wir schon. Also dich da. Das war jetzt einfach bloß nochmal das Resetten von den ganzen anderen Sachen. Okay. Dann können wir aber trotzdem nochmal hier entlang. Weil das interessiert mich jetzt so ein bisschen. Wir können doch eventuell auch noch dort hoch. Wenn wir das genau richtig abpassen, sollte das funktionieren. Ja, und hier haben wir ein Secret. Oh, da. Okay. Und hier hoch. Ah, jetzt dort rein. Ja, da müssen wir das kurz abpassen auch wieder. Oh, wow. Wo auch immer wir hier jetzt hinkommen. Okay, wir verfolgen mal das Ding. Und nu? Aua. Hilfe. Ach, hier ist. Ich dachte, wir wären hier schon gewesen. Okay, gut. Was haben wir denn hier Schönes? USC Standardmodell, orangefarbener Typ. Wunderschön. Ja. Und damit können wir rein in den Kern wahrscheinlich vom Argent Tower. Schauen wir mal, was wir hier so Schönes haben. Eine Luke. Okay. Und jetzt schauen wir nochmal, haben wir hier soweit alles? Wow. Nein, da fehlt... Ah, ne, die ist weiter drin, oder? Kann man das irgendwie drehen? Ja, ah, die ist weiter drin, okay. Fehlt bloß die Medi-Station. Alles andere haben wir eigentlich. Gut, runter geht's.